So, hier haben wir einmal von Weco die Sputnik. 4 Stück. Im Vergleich gegen Funke Tornadosäbel. Ich habe schon eine Vorahnung, wer hier eigentlich die Nase vorne haben müsste. Ist ja echt 100% gleich. Okay, kam jetzt wieder auf. Mann! Die Schildstunde bläst hier alles von. Es nervt. Seit wann können die auch knallen, wa? Da habe ich heute schon das Öfteren gehabt bei diversen Sachen, die es eigentlich gar nicht tun sollen. Zu hart gestopft oder was? Ja, ist geil, ja, aber... Nein, nicht so wie Nacht. Funke, Funke. Was ist da los? Na ja, nochmal den letzten. Wenn er denn oben so schallern würde, das würde ich begrüßen. So, Weco, mal gucken, ob du auch mal zum Knallen neigst. Vom Verlauf her doch recht makellos. Lustige Teile, aber gut. 5 Euro kosten sie, meine ich. Und der letzte. Gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Funke besser war. Ja, das Knallen fand ich schon sexy. Aber es muss halt nicht so.